Tages nach die Lust darauf vergangen, dann nochmal anzufangen. Allen Schöpfens überdrüssig fand er das auch überflüssig, schenkte sich ein Gläschen ein, sonntagsfrei, so soll es sein. Der Zeit wurde ihm dann klar, dass das nicht gut gewesen war. Alles ging da unten schief, Gott, ach Gott, war ich naiv. Samstagnachts auf Drogen, aber ich krieg das hingewogen. Wenn ich nur erst die schlechten straf und dann mit ner gerechten Schlaf. Also Sündflut für die Bösen, dann den Knaben zum Erlösen. Bald schon kam ihm das Gefühl, das half alles auch nicht viel. Nach wie vor mussten die Guten für die Gier der Schlechten bluten, denn mit hingehaltenen Wangen wissen die, was anzufangen. Langsam wurde der Vater sauer, saß da unser welter Bauer, sprach, ich mag es nicht mehr sehen, so kann das nicht weitergehen. Nächstenliebe soll auf Erden, dem der liebt, vergolten werden. Schlechtes muss zu Schlechtem führen, sonst wird es niemals funktionieren. Ich leg mich noch nen Tag lang rum und stell die zwei, drei Hebel um. So hat er sich dann hingesetzt und aller Wesen Geist vernetzt. Wagt er, sprach er, wen zu schlagen, schnitt er die Faust in seine Magen. Doch wenn wer wem was Gutes tut, tut das auch ihm selber gut. Jeder, der mit jeder schlief, dient es so dem Kollektiv. Nach ner kurzen Zwischenphase lag der Kosmos in Ekstase. Für den Fuchs, den Wolf, den Hecht, war das leider eher schlecht. Die fingen an faul rumzulungern und allmählich zu verhungern. Nun und auch dem Pflanzenfresser ging es langfristig nicht besser. Niemand nahm mehr was im Mund. Mensch und Tiere gingen zugrund. Selbst die Pflanzenwelt verdorrte, weil keiner mehr gern Wasser schnorrte. Schließlich hat sich alles Leben aus nächsten aufgegeben. Überall dem Engelsvolke saß der Herr auf seiner Wolke, sah sich jetzt die Schöpfung an, fand es nicht genug getan, denn er sah die alten Sterne ohne alles auch nicht.